wird. Das heißt, es ist immer klar, man arbeitet auf einen bestimmten Zeitpunkt hin. Das bei Ihnen sind diese fünf Merkmale des Bürgerhaushalts. Ich will die bloß trotzdem nochmal nennen, weil die waren auch bei unserer Studie die Voraussetzung dafür, dass wir gesagt haben, das ist jetzt ein Bürgerhaushalt in Ostdeutschland, mit dem beschäftigen wir uns weiter. Also ein Bürgerhaushalt ist ein auf Dauer angelegtes Verfahren, bei dem die Bürger die Möglichkeit haben, über den Haushalt ihrer Kommune mitzuentscheiden, Vorschläge einzubringen und mitzubestimmen, wofür die Kommune Geld ausgibt oder auch wo Geld eingespart werden soll. Die Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger sind natürlich die, dass sie sich einbringen können, demokratisch einbringen können, mitbestimmen können, wie ihr direktes Lebensumfeld mitgestaltet ist. Und für die Kommune besteht der Vorteil darin, dass Abstimmungsprozesse einfach im Vorfeld bereits stattfinden und dadurch Konflikte auch vermieden werden in einer Kommune. Welche besondere Rolle spielt denn bei dem Thema Bürgerhaushalte das Internet bzw. auch das Schlagwort E-Demokratie? Also ich glaube, dass es eine immer größer werdende Rolle spielt. Das Internet wird in allen Lebensbereichen immer wichtiger. Es ist mittlerweile das Kommunikationsmedium und das ist auch bei Bürgerhaushalten der Fall. Und diese Rolle ist bereits jetzt sehr stark und sie wird sicherlich noch stärker werden in der Zukunft. Ja, die Heinrich-Böll-Stiftung in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben einen Studienauftrag gegeben mit dem Titel Bürgerhaushalte in Ostdeutschland. Da geht es zum einen darum, den Entwicklungsstand der Bürgerhaushaltsprojekte in den Kommunen in den drei Ländern genau zu analysieren, zu schauen, wo stehen wir da jetzt, und zum anderen zu gucken, was gibt es für Handlungsempfehlungen, was können Kommunen machen, um die Projekte weiterzuentwickeln, beziehungsweise was muss man tun, wenn man so einen Bürgerhaushalt einführen will. Es gibt drei Kommunen in Thüringen mit Erfurt, Jena und Großbreitenbach, die sehr weit sind, und es gibt verschiedene Kommunen, unter anderem Dresden, Halle, Leipzig, Köthen, Suhl, die auf dem Weg sind und so eine Bürgerhaushalt auch einführen wollen. Die wichtigsten Empfehlungen sind zum einen, ein Bürgerhaushalt lässt sich nicht in einem Jahr etablieren. Man muss so einen Bürgerhaushalt jedes Jahr immer wieder auf den Prüfstand stellen und das, was nicht gut gelaufen ist, einfach versuchen, im Prozess zu verändern und zu verbessern. Punkt zwei ist, man muss sehr breit die Methoden wählen, sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit als auch in der Beteiligung. Und Punkt 3 ist, man muss auch schauen, dass man mit dem Bürgerhaushalt möglichst alle Schichten der Bevölkerung anspricht und auch sogenannte benachteiligte Bevölkerungsgruppen noch stärker mit einbezieht. Also zum einen ist ganz klar, man muss den Willen haben, so einen Bürgerhaushalt über Jahre zu entwickeln. Jede Stadt tickt anders, alle Bürgerinnen und Bürger in Städten ticken anders. Und man muss wirklich seinen Bürgerhaushalt auch etablieren und diese Kraft und Ausdauer haben. Dann ist es ganz wichtig, dass ein Bürgerhaushalt nicht nur aus der Verwaltung heraus gesteuert wird, sondern dass man Bürgerinnen und Bürger dauerhaft motivieren kann, auch so einen Bürgerhaushalt mitzugestalten. Das ist ganz wichtig und daran arbeiten wir gerade auch in Jena, das noch verstärkt hinzubekommen, dass der Bürgerinnen und Bürgerhaushalt nicht was ist, wo die Bürger nur hingehen, sondern was, wozu sie auch einladen und was sie sehr aktiv mitgestalten. Also ich glaube, dass der Kölner Bürgerhaushalt in vielen Punkten schon sehr vorbildlich gelaufen ist und auch weiterentwickelt wird. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass das gut funktioniert und auch weiterhin gut funktionieren wird. Wir merken ja von der Kommunalpolitik von Stuttgart 21 bis hin zur Bundesebene, dass wir offensichtlich Defizite haben in der demokratischen Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das Spannende an dem Bürgerhaushalt ist, dass wir ein Votum bekommen, ein sehr, sehr starkes Votum von Bürgerinnen und Bürgern zu bestimmten Projekten und dann in den Parlamenten entscheiden können. Das heißt, es widerspricht sich nicht, auf der einen Seite Bürgerbeteiligung zu stärken, auf der anderen Seite die existierenden parlamentarischen Gremien zu nutzen. Und das ist die Idee von deliberativer Demokratie, mehr Deliberation stattfinden zu lassen, also mehr Beteiligung und die Ergebnisse dann in die Parlamente hineinzutragen. Dann ist das noch kein Bürgerhaushalt. Entscheidend ist auch, auszeichnet es ein dauerhaftes Verfahren. Also es geht auch darum, dass er wiederholt wird. Wenn das einmal stattfindet, ist das noch kein Bürgerhaushalt.